Hallo alle miteinander, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und heute zu einer ganz besonderen Folge, denn zum einen ist das hier heute die 50. Folge von unserem Format Showtnose Live, also eine Jubiläumsfolge. Zum anderen wird diese Folge wirklich zufälligerweise am Tag meines Geburtstages ausgestrahlt und drittens ist das Ganze heute in Italien aufgenommen, wo ich mich mit dem Kollegen Ben David für eine Show befunden habe. Das heutige Thema ist forensische Hypnose. Spannendes Thema. Wenn ihr mehr erfahren wollt, bleibt dran. Ich bin Christo, euer Showhypnotiseur, und heute soll es um das Thema forensische Hypnose gehen. Aber bevor es losgeht, lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da und gerne auch ein Like für dieses Video, denn das ist für den YouTube-Algorithmus sehr wichtig. Und wir wollen uns heute mit dem Thema forensischer Hypnose beschäftigen. Das ist in letzter Zeit in den Medien immer mal wieder präsent gewesen, diese Thematik, und da haben mich der ein oder andere gefragt, was ist das überhaupt, wann wird das in Deutschland angewendet, kann das in Deutschland überhaupt angewendet werden und wie schaut's aus, und damit legen wir jetzt los. Einer der aufsehenserregendsten Fälle in Sachen forensischer Hypnose in Deutschland ereignete sich im Jahre 2003. 2003 gab es damals, ich muss einmal nachgucken, genau, auf der A5 in Karlsruhe einen gravierenden Autounfall, wobei eine Mutter und ihr Kleinkind gestorben sind. Der Täter hat Fahrerflucht begangen und die Polizei hatte gerade mal vier Zeugen, aber 707 Verdächtige, wo man hinterher auf 340 reduzieren konnte, aber 340 Verdächtige. Ja. Schwierige Sache, und deshalb hat sich die Polizei damals entschlossen, wir wählen einen neuen Ansatz, wir versuchen, ob wir mit der Thematik Hypnose an weitere Informationen kommen können. Letzten Endes gelang das Ganze. Unter Hypnose konnten sich die Zeugen an einige Details erinnern, nämlich an Details des Kennzeichen des Fluchtfahrzeuges, und aufgrund der Erinnerung dieser Details am Kennzeichen war es schließlich möglich, den Täter zu überführen. Das Ganze war ein Riesenerfolg. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn die Polizei das Mittel der Hypnose nicht eingesetzt hätte. Aber wieso funktioniert das überhaupt? Wieso können wir uns unter Hypnose an verschiedenste Dinge erinnern? Und ist das nicht vielleicht sogar gefährlich oder schwierig? Das schauen wir uns mal im Folgenden an. In der Hypnose sind wir in einem Entspannungszustand. Und in diesem Entspannungszustand sind wir fähig, alles um uns herum verblassen zu lassen und uns auf uns selbst konzentrieren zu können. Und dadurch können wir dann zum Beispiel an Erinnerungsfetzen greifen, an die wir uns bewusst durch den ganzen Stress um uns herum vielleicht gar nicht erinnern können, weil all diese Informationen, die dort verarbeitet werden, im Moment selbst für uns gar nicht wichtig ist. Und klar, das wissen wir auch, in diesem entspannten Zustand können wir ja nachhaltig Veränderungen bewirken. Ja? Und in einem entspannten Zustand, das ist völlig unabhängig von der Hypnose, das ist wissenschaftlich ziemlich gut belegt, in einem entspannten Zustand, da gibt es eine Erinnerungsfähigkeit, und zwar eine gesteigerte Erinnerungsfähigkeit, weil andere Bereiche im Gehirn aktiviert sind, die halt für Erinnerungen und Gedanken zuständig sind. Und klar, da kann man sich natürlich fragen, wieso nutzt man das nicht auch, wenn sich Zeugen zum Beispiel an etwas nicht erinnern können, wie zum Beispiel das Kennzeichen im Karlsruhe-Fall. Jetzt gibt es an der ganzen Sache allerdings ein Problem und einen kleinen Haken, und das ist Paragraph 136a der Strafprozessordnung. Dieser Paragraph stammt aus dem Jahre 1950, ist also schon ein paar Tage alt, und in diesem Paragraphen wird
besprochen bzw. aufgezeigt, was für Methoden vor Gericht zulässig sind. Und in diesen Paragraphen steht eben drin, dass Hypnose eine unzulässige Methode ist. Wir gucken uns das Ganze mal einmal im Wortlaut an. Dort heißt es, die Freiheit der Willensentschließung und der Willensbestätigung des Beschuldigten darf nicht beeinträchtigt werden durch Misshandlung, durch Ermüdung, durch körperliche Eingriffe, durch Verabreichung von Mitteln, durch Quälerei, durch Täuschung oder durch Hypnose. Allerdings bezieht sich das Ganze ja ziemlich klar auf einen Beschuldigten. Ich darf also nicht nach deutschem Recht einen Beschuldigten unter Hypnose setzen und den jetzt fragen, hör mal, hast du die Tat begangen oder hast du sie nicht begangen? Das ist verboten. Aber unter bestimmten Voraussetzungen können sich durchaus Zeugen freiwillig hypnotisieren lassen und privat in den Zustand der Hypnose bringen lassen. Und Hinweise, die aus so einer Sitzung gewonnen werden können, die dürfen dann in die Untersuchung einfließen. Wir nehmen mal an, jemand wird von einem Auto angefahren, das Auto flüchtet und es gibt einen Zeugen, der sieht das Auto, nimmt das Kennzeichen vielleicht nicht bewusst wahr, hat es aber gesehen. So, jetzt sagt diese Person, ich lasse mich privat hypnotisieren und komme vielleicht an das Kennzeichen dran. Die Person lässt sich hypnotisieren von einem Polizeipsychologen oder vom Psychologen, erinnert sich an das Kennzeichen, dann ist das Kennzeichen, an das sie sich erinnert hat, kein aussagekräftiger Beweis vor Gericht. Das darf nicht verwendet werden. Aber wenn man aufgrund des Kennzeichens das Unfallauto findet und findet an dem Unfallauto entsprechend Spuren von dem Unfall, dann kann das vor Gericht verwendet werden. Ja, das heißt also, man gewinnt eine Information und diese Information, die man unter Hypnose gewinnt, ist vor Gericht nicht zulässig, aber wenn durch diese Information weitere Informationen sich auftun, dann können die vor Gericht verwendet werden. Ich möchte nochmal zurückkommen auf diesen Paragraphen. Und da gibt es Diskussionen, ob es wirklich so zeitgemäß ist, das Wort Hypnose hier stehen zu lassen, denn nach heutigem Stand der Wissenschaft ist es praktisch ausgeschlossen, dass ein Mensch unter Hypnose seines freien Willens beraubt werden kann. Das kann eigentlich nicht funktionieren. Und bereits 1962 hat sich ein Psychologe, ein amerikanischer Psychologe, Orner heißt er, damit ausgiebig beschäftigt. Und er ist schon 1962, als Hypnose kaum erforscht war, zu dem Entschluss gekommen, dass niemand gegen den eigenen Willen oder ohne sein Wissen hypnotisiert werden kann. Und das ist übrigens auch der Grund, wieso in den USA niemand mit der Aussage durchkommt, ich bin hypnotisiert worden, ich konnte doch gar nichts dafür, dass ich ein Verbrechen begangen habe. Diese Ausrede in den USA funktioniert nicht. In Deutschland haben sich bereits einige Leute mit der Thematik beschäftigt. Sollte man Hypnose vor Gericht mehr einsetzen, die Hürden dafür einfacher gestalten und ist das, was in diesem Paragraphen 136a steht, denn eigentlich überhaupt zeitgemäß? Kann das heutzutage noch Sinn ergeben? Und es gibt einen ganz schönen Bericht aus dem Jahre 2007 von Art Kemper, der war 2009, und dann noch ein von Kriegler und Löffelmann von 2007. Und die schreiben so schön, ich lese es mal einmal vor. Hypnose ist eine Einwirkung auf eine Person, die den bewussten Willen ausschaltet und das Bewusstsein auf eine gewünschte Vorstellung fokussiert. Aus dem Wortlaut der Vorschrift und dem Normzweck folgt jedoch nicht, dass die Hypnose generell unzulässig ist vor Gericht. Der Einsatz der Hypnose darf aber nicht zu dem Zwecke erfolgen, die Freiheit der Willensentschließung und die Betätigung zu beeinträchtigen. So soll durch die Hypnose eine posthypnotische Hemmung oder eine Blockade des Erinnerungsvermögens gelöst werden. Ziel, die Maßnahme auf die Wiederherstellung der Willen oder zielt die Maßnahme auf die Wiederherstellung der Willensfreiheit ab, ist sie damit zulässig. Das ist sehr, sehr spannend. Man ist also in Deutschland ganz lange ausgegangen. Hypnose steht in diesem Paragraphen 136a und darf überhaupt nicht verwendet werden, weder beim Beschuldigten noch von Zeugen, weil sie den freien Willen einschränkt.
So, und dann haben eben auch diese Anwälte gesagt, das stimmt ja nicht. Die Wissenschaft zeigt ganz klar, die Hypnose schränkt den freien Willen nicht ein. Sagen auch klar, ihr dürft jetzt keinen Beschuldigten hypnotisieren und den zu einem Geständnis damit bringen. Das geht auch nicht. Das ist natürlich, dann wird der freie Willen eingeschränkt. Aber wenn ein Zeuge zum Beispiel, weil er sich an etwas nicht erinnern kann, weil er sich zum Beispiel unter Druck setzt, ja, er kann sich an das Kennzeichen nicht erinnern. Und dann nehme ich die Hypnose und sorge mit der Hypnose zu, dass er seinen freien Willen wiederherstellen kann und sich daran erinnern kann, dann ist die Hypnose eine gerechtfertigte Maßnahme. Ja? Kommen wir zurück zu unserem Fall von gerade eben, dem Autobahnraser 2003 in Karlsruhe. So, es gab damals nur vier Zeugen, wie gesagt, habt ihr ja gehört. 340 Verdächtige blieben noch übrig und diese zwei Zeugen, die sind von einem Psychologen hypnotisiert worden. Und ein Zeuge, der konnte sich an sehr, sehr konkrete Details erinnern, nämlich, dass das Autokennzeichen zwei Zwischenbuchstaben hatte, die dreiecksförmig waren, also ein A oder ein V. Und er konnte sich erinnern, dass es eine dreistellige Zahlenkombination war, wobei eine Zahl die 7 wäre. Und dieser Hinweis passte exakt auf eine der 340 Spuren. Ja? Und hey, das klingt doch super, da hat man doch also einen Fall relativ einfach lösen können. Und da fragt man sich, wieso wird denn Hypnose jetzt nicht so viel vor Gericht genutzt? Das war doch ein super Erfolg, könnte man doch öfters machen. Aber man muss leider sagen, dass sich bei diesen ganzen Vorteilen der Hypnose auch die ein oder andere Gefahr ergibt. Ja? Denn unser Gehirn spielt uns gerne Streiche. Die Wissenschaft nennt das False Memory Effekt. Und unser Kopf verfälscht oftmals Erinnerungen und zwar unabsichtlich und erfindet einfach neue Dinge dazu. Wenn ihr zum Beispiel eine Geschichte erzählt und die über die Jahre immer wieder erzählt, wird sich diese Geschichte verändern. Vielleicht in kleinen Details, vielleicht in größeren Details und ihr werdet das gar nicht selbst merken. Das liegt einfach daran, dass unser Kopf keine Lücken mag und Lücken gerne mit Inhalt ausfüllen möchte. Das ist dieser sogenannte False Memory Effekt. Und deshalb ist Hypnose nicht geeignet, um den Wahrheitsgehalt einer Aussage zu sichern. Und das liegt daran, weil wir halt jetzt nicht unterscheiden können, wenn wir unter Hypnose eine Information kriegen, ist diese Information echt oder handelt es sich um eine Gedächtnislücke, die ergänzt wurde, unabsichtlich. Und man muss auch fairerweise sagen, im Extremfall kann man so eine falsche Erinnerung, übrigens auch ohne Hypnose, regelrecht ins Gedächtnis implantieren. Es gab vor einigen Jahren in Amerika einen ganz großen Skandal, weil dort gab es bei Zeugenbefragungen, bei Gegenüberstellungen, da hat man Folgendes gemacht, wenn der Täter zum Beispiel ein Schwarzer war, da hat man DIN A4-Papier genommen, hatte drauf 10 Gesichter abgedruckt, 9 weiße Gesichter, ein schwarzes und wurde gefragt, hey, kannst du den Verdächtigen erkennen? Und dann wurde das zweite Bild, ein zweites Blatt Papier gezeigt, wieder 10 Gesichter, wieder ein schwarzes Gesicht, dasselbe schwarze Gesicht, was auf dem ersten Blatt drauf war. Und das hat man mit 3, 4, 5 Blättern gemacht und die Leute haben dann immer gesagt, der Täter ist der Schwarze, ja? Obwohl es gar kein schwarzer Täter war. Es stellte sich hinterher heraus, dass die Polizei einfach den Falschen hatte. Aber in dem Moment, wo wir Informationen immer wieder vorgespielt werden, neigen wir dazu, dass wir uns unbewusst manipulieren lassen können. Und deshalb muss man solche Aussagen wirklich mit Vorsicht genießen. Man sieht also, es ist wirklich dass Hypnose unter Umständen sehr gut vor Gericht genutzt werden kann, aber dass es da seine Grenzen gibt, die man wirklich mit Vorsicht genießen sollte. Eine Aussage darf man nie 1:1 nehmen und für bare Münze halten. Es ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch der Grund, wieso es so schwierig ist, mit der Hypnose zu arbeiten. Wir haben dafür keine einheitlichen Regeln, ist alles ein bisschen kompliziert. Und eine ganz besondere Situation gibt es übrigens in Bayern. Da gibt es aus dem Jahre 2009 eine Anweisung des Innenministeriums an die Polizei und die Justiz.
Und die haben einen Leitfaden herausgegeben, wie eine Durchführung einer Hypnose auszusehen hat, wenn man diese vor Gericht verwenden möchte. Und da drin heißt es unter anderem, dass ein Zeuge unter Hypnose nur als Ultima Ratio befragt werden darf, also wenn es wirklich keine andere Möglichkeit mehr gibt. Und in Bayern können die Sitzungen, die jemand Externes durchführen muss, zum Beispiel aufgezeichnet werden, dürfen aber auch erst nach der Erlaubnis des Klienten freigegeben werden. Also da darf vorher nicht, da darf auch keiner von der Polizei zuschauen. Der Klient macht die Sitzung mit einem Psychologen, Psychotherapeuten, guckt sich die hinterher an und sagt, jo, gebe ich frei, geben wir weiter an die Polizei oder geben wir eben nicht weiter. In Hessen zum Beispiel ist es wieder anders geregelt. Da darf der Polizist dem Psychologen quasi via Kopfhörer während der Hypnose sogar Fragen durchgeben, die derjenige stellen soll und direkt sozusagen anschauen. Also da gibt es verschiedenste Regelungen, verschiedene Grundlagen. Und Bayern hat, wie gesagt, eine offizielle und verbindliche Regelung geschaffen. Das ist ganz gut. Also fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Hypnose kann sehr, sehr gut funktionieren, um weitere Details herauszubekommen, die forensische Hypnose. Aber alles, was ich unter Hypnose sage, darf vor Gericht nicht als Beweis verwendet werden, aber man darf diese Informationen nutzen, um zusätzliche Beweise zu akquirieren, die den Täter überführen können. Ein Tatverdächtiger selbst darf niemals unter keinen Umständen hypnotisiert werden, auch nicht, wenn er sagt, hey, ich war es nicht, hypnotisiere mich, ich sage dir unter Hypnose, ich war es nicht, weil, wie gesagt, man kann sich ja unter Hypnose alles wehren, gegen alles wehren und entsprechend auch lügen. Also forensische Hypnose, eine super spannende Sache. Ich habe euch zwei, drei Beiträge unten verlinkt. Es gibt auch einen ganz netten Blogbeitrag auf meiner Homepage zu dieser Thematik. Guckt sie euch gerne an. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die Fragen in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo da. Nächste Woche geht es dann weiter mit einem weiteren Video. Und bis dahin, tschö.